Einfache Tipps, um mehr Geld zu haben zum Investieren. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, wie kann ich mehr Geld generieren, um zu investieren, um mein Portfolio, mein passives Einkommen zu erhöhen, mein Investment zu erhöhen, wie auch immer, ja. Und da möchte ich einfach ein paar einfache Tricks und Tipps kurz verraten, ja, weil ich in der Vergangenheit von vielen Leuten gefragt worden bin, ob ich dazu was sagen kann. Also grundsätzlich ist es natürlich so, man sollte jeden Monat investieren, ja. Also ich empfehle 10-15% seiner Bruttoeinnahmen zu investieren, ja, in Vermögenswerte, ja. Wenn du nicht weißt, was Vermögenswerte sind, schau bitte nach, was das alles beinhaltet. Vermögenswerte, kurz gesagt, ja, haben ein Vermögen, sie bringen Geld und kosten kein Geld, ja. Also Konsumgüter zum Beispiel wie ein Auto, Kleidung, Handy, das kostet Geld. Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Kryptowährungen zum Beispiel, das bringt Geld, ja. Um das ganz kurz zu sagen. So, das ist schon mal wichtig zu wissen. Ich sollte jeden Monat 10-15% meiner Bruttoeinnahmen auf jeden Fall investieren, egal was passiert, ja. Das ist die wichtigste Regel, ja. Und die zweitwichtigste Regel ist, gleich wenn ich Geld bekomme, gleich als erstes investieren und dann erst die Rechnung bezahlen, ja. Nicht erst die Rechnung bezahlen, sondern erst investieren und dann die Rechnung bezahlen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das Portfolio muss wachsen, ja. Dazu gibt es gute Informationen aus dem Buch Der Reichsmann von Babylon. Könnt ihr euch gerne lesen oder anhören, wie auch immer. Der erklärt das da sehr, sehr gut. Euer Portfolio muss wachsen und wenn es wächst, ja, dann habt ihr einen Magnet, wie einen Geldmagnet und das zieht automatisch mehr Geld auch in eurem Leben, ja. Das sind sozusagen kosmische Gesetze, die funktionieren. Könnt ihr euch auch, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auch nochmal extra in ein Thema auseinandersetzen. So, jetzt haben wir schon diese zwei Punkte genannt und jetzt natürlich die Frage, ja, aber wie kann ich denn überhaupt denn mehr Geld investieren? Es bleibt danach kaum noch was übrig, ja. Habe ich ja auch gerade schon gesagt, ihr müsst dann Vertrauen gehen, erst investieren, dann die Rechnung zahlen und wenn kaum noch Geld übrig bleibt, kommt es jetzt natürlich, stellt alles auf den Kopf, ja. Brauche ich diese Versicherung noch? Brauche ich dieses Abo noch, ja, vielleicht ein Fitness-Abo, ja, im Fitnessstudio, wo ich vielleicht nur einmal die Woche hingehe oder zweimal im Monat? Brauche ich noch dieses Abo von irgendeiner Software oder von einer Zeitschrift? Brauche ich den Kaffee to go jeden Morgen, den ich mir jeden Morgen kaufe, ja, oder das Sandwich für ein paar Euro am Kiosk? Brauche ich diese Dinge noch, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, euch das durchzurechnen. Klar, bei Versicherung kann man wirklich gucken, wo kann ich da einen Schnitt machen? Gibt es noch günstige Variante? Macht natürlich auch Sinn, das zu vergleichen. Und natürlich auch bei diesen anderen Sachen, wie ich jetzt schon sagte, Coffee to go oder ein Sandwich, da rechnet euch auch mal aus, ob das nicht günstiger kommt, wenn ihr euch die Sachen selber mitnehmt, anstatt euch das jetzt jeden Morgen zu kaufen, weil ein Kaffee für 2-3 Euro jeden Morgen, rechnet euch das aus. Ja, da seid ihr mal ganz schnell, ja, bei ein schönes Sümmchen, wenn noch ein Sandwich dazu kommt, wahrscheinlich mehr wie 100 Euro. Und das ist natürlich schon verrückt, das Geld könnt ihr für andere Dinge benutzen, ja. So fängt man schon an zu denken, so denken reiche Menschen, ja, sie überlegen wirklich, wo gebe ich mein Geld aus, wo gebe ich nicht mein Geld aus. Und es kostet ja auch alles Geld, ja, das meiste Sachen kosten einfach auch Geld und dann macht das wirklich Sinn, muss ich dann auch unbedingt einmal auch alle Sachen neu kaufen oder geht vielleicht auch gebraucht. Und brauche ich diese Dinge wirklich, ja? Ich habe jetzt ein schönes Paar Schuhe gesehen. Brauche ich dieses Paar Schuhe jetzt oder reichen nicht meine 4-5 anderen Paare? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ihr könnt da schon mal einen krassen Schnitt ziehen. Und wenn ihr mehr Geld braucht zum Investieren, ja, dann gibt es einfach nur diese Möglichkeiten. Kosten sparen, was ich euch gerade erklärt habe, oder Einnahmen erhöhen, ja. Einnahmen erhöhen ist natürlich so, geht am einfachsten, wenn ihr euren Stundenlohn erhöht. Das heißt, ihr spezialisiert euch. Das ist am besten, ja. Weil, wenn ich eine Spezialisierung mache in meinen Job, dann ist es so, werde ich auch mehr dafür kriegen, mehr dafür bezahlt, ja. Und das ist auch so ein einfaches Ding. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich warte jetzt schon länger auf eine Lohnerhöhung oder ich kriege ja
jährlich eine Lohnerhöhung, ein paar Prozent, aber es reicht mir nicht, ja. Oder ich warte schon zu lange, dass ich meine Lohnerhöhung kriege. Dann tut euch wirklich spezialisieren. Macht eine Zusatzausbildung, ja, eignet euch Fähigkeiten an, die euch in eine Spezialisierung reindrücken, wo ihr automatisch euren Stundenlohn erhöhen könnt, ja. Das sind jetzt mal so ganz, ganz einfache Tipps gewesen und Tricks. Das war es eigentlich auch schon grundsätzlich. Hört euch dieses Video mehrmals an, ja, was ich dazu gesagt habe, weil in diesem Video waren jetzt über 20 richtig gute Informationen drin, die jetzt einfach auch schnell untergehen. Setzt einfach diese simplen Sachen schon um und ihr werdet sehen, ihr habt extrem heftige Erfolge, ja. Das werde ich euch versprechen. Ja, schreibt noch am besten in den Kommentarfeld rein, ob ihr ähnliche Strategien habt, welche Strategien ihr nutzt und was ist bei euch passiert in der Zeit, wo ihr wirklich gesagt habt, ich fange jetzt an, mein Leben zu verändern mit der und der Strategie und leg mir jetzt Geld zurück oder tue es investieren. Was hat sich wirklich da jetzt verändert? Schreibt es mir rein in den Kommentaren. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, euer Marc Spiering. Ciao, ciao.